In wenigen Tagen ist es soweit, dann erscheinen die LEGO Star Wars August Neuheiten. Da sind einige geile Sets dabei, ein, zwei Sets, worauf die meisten Fans wahrscheinlich drauf hätten verzichten können und einige Sets, die extrem teuer sind. Aber damit ihr nicht den Überblick verliert, habe ich wie immer alles kompakt in ein Video gepackt und ganz am Ende des Videos habe ich für euch noch eine kleine Überraschung. Es ist unglaublich, aber wahr. Na gut, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, deswegen will ich an der Stelle sagen, genug gequatscht und los geht's. Beginnen wir mal mit einem geilen Set, was leider trotz alledem sehr, sehr teuer ist. Und zwar das Duell auf Peridea. 55 Euro UVP für 382 Teile macht einen Teilepreis von 14 Cent. Nein, das lässt sich in keiner Art und Weise irgendwie rechtfertigen, auch nicht in irgendeiner Art und Weise schön rechnen. Wir haben 5 Minifiguren dabei. Davon sind Stand jetzt alle 5 Minifiguren exklusiv und die schauen wir uns mal als nächstes an. Ja, zu den Figuren. Wir haben eine Ahsoka, eine weiße Ahsoka. Was da noch ganz gut gepasst hätte aus meiner Sicht, wäre so ein weißer Umhang, ein weißer Poncho gewesen. Das hätte der Figur ein unglaubliches Upgrade gegeben. Nichtsdestotrotz wirklich sehr, sehr schöne Figur. Dann haben wir Ezra Bridger. Finde ich auch eine relativ einfache Figur, aber schön bedruckt, sehr passend, sehr gut umgesetzt. Morgan Elsbeth ist nicht jetzt komplett neu, ist natürlich eine exklusive Figur, so wie sie da steht. Allerdings kennen wir bereits den Torso, der ist jetzt nicht neu. Allerdings hat sie jetzt halt ihren, ich sag mal, Nachtschwester-Printer als Gesicht. Deswegen, die sieht auch ziemlich geil aus, eine richtig schöne Figur. Dann haben wir Admiral Thrawn. Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Figur sehr geil. Mir gefällt sie sogar besser wie der Vorgänger. Aber es gibt auch ein paar Leute, die sagen, okay, der Vorgänger war besser. Das müsst ihr dann für euch entscheiden. Und da, bei der letzten Figur, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Da haben wir so einen Zombie-Trooper und da hätten sich viele Leute halt noch eine zweite oder dritte Figur gewünscht, insbesondere wenn wir da noch die UVP beachten von 55 Euro. Schade, dass es jetzt nicht passiert ist, dass nur eine Figur dabei ist. Der ein oder andere hatte sich auch da Captain N noch gewünscht, da würde ich mich auch anschließen, wenn der dabei gewesen wäre, wäre das natürlich perfekte Figurenauswahl gewesen. An und für sich, nichtsdestotrotz bin ich mit der Figurenauswahl sehr zufrieden. Wenn wir uns so das Set anschauen, ja, also ihr braucht euch natürlich nicht fragen, ich kann es euch gleich sagen, es ist natürlich alles hier mit Aufklebern gelöst, da sind natürlich keine Prints oder ähnliches. Ja, ist eine schöne Szenerie, wie sie es aufgebaut haben, ist auch okay. Ein, zwei Prints mehr Lego wäre gar nicht so verkehrt gewesen, ja, dass es noch ein, zwei Spielfunktionen da gibt. Ich glaube, das ist für die allermeisten Fans relativ egal, sondern da kommt es wirklich nur auf diese Minifiguren an. Ich habe euch ja selber schon mal gefragt in einer Umfrage, wie ihr eigentlich dieses Set findet und die allermeisten haben gesagt, ist ein geiles Set, aber leider zu teuer und ich denke, da kann ich mich auch anschließen. Ein Set, auf das ich mich absolut freue, aber ein Set, wo ich auf mindestens 30% warte, vielleicht sogar eher 35%, so dass ich mir das dann selber auch ein paar Mal holen werde, weil die Minifiguren sind schon extrem geil, der Rest von diesem Set ist in Ordnung, aber jetzt nicht absolutes Highlight, so dass ich jetzt wirklich das Ding an Tag 1 kaufen müsste. Aber gut, machen wir weiter mit dem nächsten Set und das ist, denke ich, auch sehr kontrovers. Die Rede ist vom dunklen Millennium Falcon, richtig gehört, ein dunkler Millennium Falcon, 180 Euro UVP, 1579 Teile macht gerundet 11 Cent pro Teil. Wir bekommen 6 Minifiguren. Die 6 sind auch exklusiv und diese 6 Figuren sind auch ganz besonders. Die schauen wir uns jetzt mal als nächstes an. Und zwar bekommen wir da einen Luke Skywalker in so einem Beach Outfit. Dann einen weißen Jedi Vader. Boah, ich musste nochmal ganz kurz mich konzentrieren, dass ich das richtig ausspreche. Muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Also ein weißer Jedi Vader. Dann gibt es einen bösen C-3PO. Auch ziemlich geile Figur. Allgemein, die Figuren gefallen mir sehr gut. Dann haben wir einmal Zeke Gribbling, das ist wohl dieser böse Antagonist in der neuen Serie Rebuild the Galaxy. Dann haben wir Darth Jar Jar Binks, ich glaube, das wird auch eine richtig beliebte Figur sein. Und dann haben wir noch eine Darth Rey. Also wirklich, diese Figurenauswahl, diese Figuren, wie sie da einfach stehen, extrem geil. Ich kann natürlich verstehen, dass der ein oder andere sagt, was soll ich denn jetzt hier mit einem weißen Vader oder so einem Beach Luke, also ne, böser Jar Jar Binks oder sowas, das war ja immer ein Meme. Das kann ich schon nachvollziehen, wer wirklich nur die Originaltrilogie gesehen hat und sagt, okay, das ist für mich Star Wars, so soll es sein, der wird mit diesem Set weniger Freude haben. Für alle anderen, gerade so Minifigurensammler, und da zähle ich mich jetzt auch einfach mal dazu, macht dieses Set wirklich Spaß. Also ich freue mich auf diesen dunklen Millennium Falcon, er sieht super aus. Ich weiß, es ist nur die Farbe schwarz im Vergleich zum anderen Millennium Falcon, die immer in grau oder dunkelgrau waren, ist da jetzt nicht viel anders. Nichtsdestotrotz gefällt mir das richtig, richtig gut und das ist auch so ein Ding, wo ich mir echt überlege, ob ich mir das nicht vielleicht ins Wohnzimmer stelle, weil das Ding so gut aussieht. Ja, jetzt können wir uns nochmal von innen anschauen. Ja, ihr könnt die Dinger wie immer hochklappen, dann gibt es noch so ein paar Sachen. Ja, hier ist noch so ein kleines Foto, wie sie hier PlayStation spielen, kleiner Controller dabei. Ansonsten jetzt nichts Herausragendes. Mir gefällt er von außen einfach besser und diese Figuren, also ich bin da ein bisschen, sag mal, liberaler, bisschen offener für solche Figuren, die gefallen mir halt extrem gut. Also dieses Set ist wirklich so Must-Have. Auf dieses Set hoffe ich wirklich, dass wir da schnell Prozente kriegen, weil das will ich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, unbedingt haben. Das nächste Set muss ich nicht unbedingt haben, und zwar die kreativen Droiden. 100 Euro UVP, 1100
186 Teile, macht einen Teilepreis von 8 Cent. Das ist natürlich super fair. Wir haben sogar eine Minifigur und diese Minifigur ist auch noch eine der exklusiven 25-jährigen Jubiläumsfiguren. Und zwar die Prinzessin Leia. Ja, sie kommt wieder auf so einen Sockel, hat noch ihren kleinen Droiden Lola dabei. Die Figur an sich ist relativ einfach, aber ja, so ist die Vorlage halt. Also ist wirklich gut umgesetzt, kann man nicht meckern. Die Droiden an sich, also ich sag mal, das muss man halt mögen. Bin ich jetzt nicht wirklich die Zielgruppe? Ich denke mal so 4-, 5-, 6-jährige Kinder, die Lust haben, hier irgendwie so einen Droiden zu basteln, denen irgendwie Verkleidungen zu geben. Die sind wahrscheinlich mit diesem Set super happy, also eher ein Pflichtkauf für Eltern mit jüngeren Kindern, die noch kein Lego verschlucken. Das muss ich natürlich an der Stelle sagen. Ansonsten, die meisten erwachsenen Fans dürfte wahrscheinlich nur die Prinzessin Leia Minifigur interessieren. Ansonsten werden die wahrscheinlich im Großen und Ganzen um dieses Set einen Bogen machen, genauso wie ich das ebenfalls machen werde. Und das nächste Set, ich würde gerne einen Bogen drum machen, weil der Preis so unverschämt ist. Allerdings ist das Set auch nicht ganz so verkehrt. Aber schauen wir uns mal gemeinsam an. Ja, das angesprochene teure Set ist der Sarlacc Pit. 80 Euro UVP für nur 558 Teile, macht einen Teilepreis von 14 Cent. Das ist aus meiner Sicht viel zu viel. Ich meine, Lego weiß natürlich, dass wir das wieder kaufen werden. Es kommt ja auch am 1.10. Gerüchte halber noch eine UCS Sale Barge raus. Ja, dann passt das natürlich extrem gut dazu. Aber ich finde, Lego sollte auch mal Sets rausbringen, wo sie sagen, okay, da sind geile Minifiguren dabei. Klar, wir machen dann gewissen Fanservice. Aber es muss dann nicht immer gleich 14, 15, 16 Cent kaufen, ja. Minifiguren an der Zahl sind 6 Stück dabei, davon sind auch 5 exklusiv. Unter anderem bekommen wir eine exklusive neue Nien Nam-Figur, was heißt neue Figur? Also der gehört zu den 25-jährigen Jubiläumsfiguren, diese Figur ist noch nie umgesetzt worden. Dann haben wir einen Boba Fett, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, ja, den kennen wir mittlerweile, den dürfte mittlerweile auch jeder 10-mal schon zu Hause haben. Und dann noch so eine Wache, wobei ich will den Witz nicht nochmal bringen, weil das wurde in den Kommentaren sich da ganz schön ausgekotzt. Bei der Wache handelt es sich natürlich um Lando Calrissian und ich muss sagen, diese Version von 2024 gefällt mir extrem gut. Ja, ich habe euch hier mal eingeblendet von 2006 und auch von 2012 die Variante. Da muss ich sagen, die Variante von 2024 ist die beste. Und so will ich das auch gerne sehen, dass Lego sich weiterentwickelt. Machen sie ja in den meisten Fällen auch, aber dass der Preis dann halt wirklich auch konstant bleibt, beziehungsweise nicht so unverschämt bei 14 Cent pro Teil liegt. Wenn wir uns das ganze Sarlacc Pit mal anschauen, würde ich sagen, ist schon in Ordnung. Ja, Sarlacc Pit sieht ganz gut aus. Das Wüstenschiff, ja, ich bin da hin und her gerissen. Manche loben das wirklich in den Himmel. Ich würde eher sagen, noch weniger Teile, dann kann man es gar nicht mehr darstellen. Dass es natürlich hier, sag ich mal, so Trans-Clear-Steine unten drunter hat, ist für mich ein ganz klarer Hinweis, dass es sich dabei um ein Display-Set handelt. Ein ganz klarer Hinweis, dass dieses Set wirklich eine Ergänzung ist zu dem UCS-Set, was ja wie gesagt augenscheinlich im Oktober erscheint. Hier haben wir nochmal das Sarlacc Pit, da seht ihr könnt hier links und rechts so ein Dingen bewegen, dann bewegen sich da drin, sag ich mal, hier diese Fühler, diese, ja, Fangarme, wie immer ihr das nennen möchtet. Also an und für sich ein sehr schönes Set, mir gefällt halt einfach dieser Preis nicht und dass halt wirklich wieder Lego weiß, dieses Set werden sich viele Leute kaufen und dass sie deswegen sagen, okay, machen wir einfach die UVP mal 15, vielleicht auch 20 Euro teurer, als wir es eigentlich machen müssten. Bei der großen Sommerwelle darf natürlich nicht ein baubarer Charakter fehlen. Deswegen bekommen wir jetzt C3PO, 140 Euro UVP, 1132 Teile, macht gerundeten Teilepreis von ca. 12 Cent pro Teil. Wir haben eine Minifigur dabei und zwar einen C3PO, den kennen wir bereits aus dem UCS-Set, den Landspeeder von Luke. Ja, wenn wir jetzt uns mal diesen baubaren C3PO anschauen, also ich muss sagen, das ist eine Katastrophe, ja. Insbesondere das Gesicht ist extrem misslungen, ja, diese Augen müssten ja eigentlich nach innen gehen. Wenn ihr es euch hier mal richtig anschaut, gehen sie nach außen, dann haben sie noch so eine andere Farbe. Ich meine, die leuchten natürlich von innen, das ist ja klar. Aber jetzt ist das ganze Teil in einer anderen Farbe. Also aus meiner Sicht ist das Ding wirklich misslungen. Stone Wars hat sich mal die Mühe gemacht und diese Figuren nebeneinander gestellt. Ja, also ich denke so die Größen, Verhältnisse, die Proportionen passen schon sehr, sehr gut. Das war ja so meine größte Sorge, dass die Proportionen nicht passen. Aber Gott sei Dank, das passt. Also jemand, der vielleicht Fan ist von diesen baubaren Charakteren und möglicherweise schon den baubaren R2-D2 hat mit der exklusiven Darth Malak-Figur, der könnte vielleicht auch ein Fan sein und sagen, okay, der Kleine braucht natürlich seinen großen Kumpel, der muss daneben stehen. Aber wie gesagt, für mich hat Lego diese Figur mal wieder in den Sand gesetzt, ähnlich wie sie es mit Chewbacca gemacht haben. Also aus meiner Sicht ist der tatsächlich der R2-D2 diese beste Figur, die sie umgesetzt haben. Ich habe euch natürlich auch mal in den Kommentaren gefragt, wie ihr das eigentlich seht, was ihr von dieser Figur bzw. von diesem Set haltet. Und die große Mehrzahl hat auch wirklich gesagt, ja, nee, brauche ich nicht. Ist wirklich für mich der Flop des Jahres 2024 und da schließe ich mich wirklich an. Also ein Set, um das ich persönlich einen riesen Bogen machen werde, was ich mir auf gar keinen Fall kaufen werde. Ganz anders sieht es allerdings schon bei dem nächsten Set
Set aus. Ja, auf das nächste Set freue ich mich ganz besonders, und zwar der Imperiale Sternenzerstörer. 170 Euro UVP für exakt 1555 Teile, macht einen Teilepreis gerundet von 11 Cent pro Teil. Wir haben 7 Minifiguren dabei und davon sind 6 exklusiv. Und natürlich will ich gar nicht hier lange um den heißen Brei herum reden. Die Figur, die wir natürlich alle haben wollen, ist die exklusive Karl Kestis Figur. Die ist auch eine der Figuren, die anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum von Lego Star Wars umgesetzt worden sind. Also hat auch wieder hier so einen Sockel, eine Figur, auf die ich mich extrem freue. Ansonsten bekommen wir natürlich noch Darth Vader, Commander Pratchi, so einen imperialen Offizier, einen Navy Trooper, so einen Bordschütz und noch einen Sturmtruppler. Ansonsten, der Sternzerstörer ist in Ordnung. Er ist ein bisschen kleiner wie sein Vorgänger. Wenn euch da auf jeden Fall das Video interessiert, einfach mal im Vergleich zum Vorgänger, dann verlinke ich euch das hier oben rechts mal. Könnt ihr euch gerne danach mal anschauen. Auch ein sehr schönes Video, wo alle Vor- und Nachteile und alles im Vergleich mal gezogen wird, welcher besser ist, warum er besser ist und so weiter und so fort. Ansonsten, wie gesagt, für mich ein sehr rundes Set, ein Set, auf das ich mich absolut freue. Ich will diese Karl Kestis Figur unbedingt in meinen Händen halten. Eigentlich soll dieses Set Lego exklusiv sein. Ich finde es jetzt aber auf der Webseite nicht mehr, dass es als exklusiv gekennzeichnet ist. Vielleicht kommt es tatsächlich in freien Handel. Vielleicht kommt es auch nur zu ausgewählten Partnern. Ich weiß es noch nicht genau. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch einen Moment gedulden und überraschen lassen. Und kommen wir zum nächsten Set. Das nächste Set ist ein weiteres Set aus Rebuild the Galaxy, aus dieser Reihe. Wir bekommen einen Mashup zwischen einem TIE Fighter und einem X-Wing. 110 Euro UVP, 1063 Teile, macht einen Teilepreis von ca. 10 Cent pro Teil. Das ist absolut in Ordnung in der Star Wars Welt. Wir bekommen 5 Minifiguren und alle 5 Minifiguren sind exklusiv. Die schauen wir uns jetzt als nächstes mal an. Da haben wir einmal Jessie Scala. Ja, ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, ob die jetzt besonders gut getroffen ist oder nicht, weil ich die Serie noch nicht gesehen habe. Die ist ja noch nicht veröffentlicht worden. Müsste ja eigentlich auch nächsten Monat dann erscheinen. Aber an und für sich eigentlich eine schöne Figur. Dann bekommen wir wirklich Sig Rippling. Da hatte ich mich ja vorhin versprochen. Also das ist quasi der Bruder von dem anderen Kollegen. Dann bekommen wir hier einen X-Wing-Piloten, den McDonald's Astromech, wie er liebevoll genannt wird, oder L3GO. Und noch einen weiteren TIE Fighter Piloten. Ja, wenn wir uns jetzt die TIE Fighter hier mal anschauen, ich sag mal klassische TIE Fighter, da kann Lego eigentlich nicht ganz so viel verkehrt machen. Man kann natürlich, was jetzt hier so die Besonderheit ist, die Flügel von dem X-Wing bei dem TIE Fighter dran machen und umgekehrt. Ich sag mal, für kleine Kinder ist das wahrscheinlich interessant. Die spielen damit, die freuen sich daran, dass sie immer das eine bei dem anderen dran machen können. Also daher ist das in Ordnung. Für die Großen, ich sag mal, für die erwachsenen Fans, wenn sich das irgendjemand hinstellen will, irgendwo, dann ist das, denke ich, auch interessant auf dem zweiten Blick. Ich weiß nicht, ob da was halt direkt auffällt. Dafür dürften diese Sets zu klein sein. Also an und für sich ein ordentliches Set. Ein Set, was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Wir haben ja ständig einen TIE Fighter im Markt. Wir haben immer einen X-Wing eigentlich im Markt. Jetzt haben wir es mal als Mashup. Also ja, ich sage, ist in Ordnung dieses Set, aber jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Aber auch keine Vollkatastrophe. Wenn ihr das braucht, kauft es euch doch gerne. Auch da wartet bitte auf Rabatt. Und ansonsten kommen wir zum nächsten Set und das ist Nostalgie pur. Und zwar kehrt die Legende Jedi Bob zurück. Wir bekommen Jedi Bob ein Starfighter. Aufgepasst, der hat eine UVP von 40 Euro. Normalerweise bezahlen wir ja für so einen Starfighter von den Jedis normalerweise nur 35 Euro. Jetzt sind es schon 40 Euro. Dafür bekommen wir 305 Teile. Macht einen Teilepreis von 13 Cent, was ich persönlich auch mittlerweile schon viel zu viel finde. Wir bekommen 2 Minifiguren bzw. 2 klassische Minifiguren. Einen baubaren Droid noch dazu. Die schauen wir uns jetzt als nächstes mal an. Hier ist einmal Jedi Bob, hier auch mit dem Bart oder so. Das ist jetzt nicht eine schlechte Auflösung, sondern das ist wirklich so. Der soll ein bisschen alt Backen dargestellt werden. Er hat natürlich auch wieder so eine gelbe Hand, ein gelbes Gesicht, was ja mittlerweile eigentlich eine Rarität bei Lego ist. Aber wie gesagt, soll es natürlich an die Figur erinnern, die im allerersten Gunship drin war. Es müsste, glaube ich, 2001, 2002 gewesen sein. Da kam diese Figur vor. Hieß halt einfach nur Jedi Knight, also quasi nur Jedi Ritter, hatte keinen Namen und deswegen haben die Fans ihn dann nach kurzer Zeit Jedi Bob getauft. Dieser Name blieb ihm erhalten. Jetzt bekommen wir, wie gesagt, einen neuen Jedi Bob. Dazu bekommen wir einen Mon Calamari in einer Sturmtruppler-Rüstung. Ja, ich weiß nicht, verschenktes Potenzial aus meiner Sicht. Also, ja, hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht, was Besseres gewünscht und dann so einen baubaren Gong-Druide. Naja, also ich weiß nicht, wirklich. Wenn wir jetzt schon um 40 Euro reden und dass die UVP um 5 Euro erhöht worden ist, also dann gib mir eine dritte ordentliche Figur. Da wäre ich auf jeden Fall ein bisschen zufriedener gewesen. Wenn wir uns das Starship mal anschauen, also quasi diesen Jedi Starfighter, ist in Ordnung, denke ich. Also hier mit diesen Düsen, das gefällt mir ganz gut. Ansonsten, das Ding ist natürlich maximal 2-3 Plates breit. Also keine Illusion,
Version, das ist jetzt nicht irgendwie massiv oder ähnliches gebaut. An und für sich ein rundes Set. Ich denke, Leute, die ein Liebhaber sind von Jedi Bob, die werden sich natürlich extrem hier freuen. Für mich ist das eher so ein Set, ja, okay, gut, ist erschienen. Auch hier warte natürlich auf dicke Rabatte und an der Stelle will ich auch mal ganz kurz Werbung machen für meinen Telegram- bzw. WhatsApp-Kanal. Wenn ihr da mal joinen möchtet, ich packe es euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung, könnt ihr gerne reinkommen. Und zwar sind da wirklich die brandaktuellen, die neuesten Deals aus allen verschiedenen Themen rein. Natürlich kein Lego Friends, ihr kennt mich. Aber ansonsten alles, was so interessant sein könnte, wird dort gepostet. Also wenn ihr wissen wollt, wann es mal für irgendein Set 30, 35 oder auch 40% Rabatt gibt, dann seid ihr genau richtig. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt machen wir weiter mit der großen Überraschung. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen muss. Aber es ist passiert. Tja, an dieser Stelle würde ich euch jetzt gerne die Onyx Cinder vorstellen. Also ich nehme dieses Video gerade am 27.07. abends auf, spätabends. Habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Lego dieses Set noch irgendwie veröffentlicht. Dass Lego sagt, dass dieses Set jetzt im August erscheint. Wir wissen ja bereits alles. Wir wissen, wie das Ding aussieht. Manche Leute haben das sogar schon vorgestellt, gerade im englischsprachigen YouTube-Bereich. Also es gibt schon Leute, die das Ding in der Hand haben. Leider wird es bei Lego noch nicht vorgestellt. Ich gebe euch jetzt einfach mal hier die Fakten. Also wir haben eine UVP von 110 Euro, 1063 Teile macht einen Teilepreis von 10 Cent. 5 Minifiguren, alle 5 sind exklusiv. Mehr werde ich euch jetzt an der Stelle noch nicht zeigen, weil ich noch nicht weiß, ob es jetzt wirklich eine August-Neuheit ist. Dieses Set sollte ja eigentlich basierend auf der Skeleton Crew, also eine neue Star Wars-Serie, erscheinen. Eigentlich im Januar diesen Jahres, dann hieß es Juni, Juli vielleicht. Dann waren sich eigentlich alle sicher, dass es im August erscheint. Wie gesagt, es ist immer noch nicht auf dieser Lego-Seite. Also es würde mich nicht wundern, wenn dieses Set erst im Oktober bzw. mit der Januarwelle nächsten Jahres erscheint, weil die Serie erscheint ja auch erst am 1.12. diesen Jahres. Also daher würde es sich auch wirklich anbieten, dass Lego dann sagt, okay, dieses Set bringen wir im Januar 2025 auf den Markt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es nochmal passiert, dass wirklich dieses Set nochmal verschoben wird, obwohl sich jetzt eigentlich alle sicher waren, dass es im August erscheint, obwohl einige YouTuber dieses Set schon in der Hand haben. Aber wie gesagt, jetzt hier am 27.07. abends, wo ich dieses Video mache, in ein paar Tagen, ist bereits der 1. August, ist es immer noch nicht auf der Lego-Seite gelistet. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall noch einen Moment gedulden oder möglicherweise positiv am 1. August überraschen lassen. Wenn du dich allerdings nicht gedulden möchtest, wenn du dich nicht überraschen lassen möchtest, was denn jetzt mit dieser Onyx Cinder los ist, dann schau dir gerne dieses Video als nächstes an. Da zeige ich dir bereits ein Bild. Da zeige ich dir bereits, wie die Minifiguren aussehen. Sehr, sehr interessantes Set auf jeden Fall. Und ansonsten, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.